Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren und wahrscheinlich erstmal letzten Folge ETS 2 für diese Session. Ist immer noch in Folge 240. Habe ich heute schon wieder 16 Folgen aufgenommen. Mann, geht das schnell. Ja, immer noch Folge 35, Level 35. Mal schauen, ob ich diese Folge schaffe, Level 36 zu werden, aber... Ich glaube es nicht wirklich. Denn dann fehlt ja noch ein ganzes Stück. Wobei, es geht eigentlich. 360 EP. 360 EP, die pissig. Wie sieht es dann auf seiner Auftrag? Sieht man hier, wie viel EP man bekommt? Nö, sieht man nicht. Schade. Na gut, erstmal wollten wir eine neue Garage kaufen. Dann machen wir das auch direkt mal. Die Frage ist, wo genau kaufen wir uns Garagen? Gott, wir haben echt noch nicht so viele Garagen hier. Holy shit. Wollt ihr fast gar keine Garagen haben? Sind hier in dem Bereich. Ich meine, Frankfurt am Main könnten wir uns echt eine holen. Kaufen. So, brauchen wir noch eine. Hier in dem Bereich ist auch relativ leer. Ich würde mal sagen, für eine Garage in Schweden zu haben, ist gar nicht mal so schlecht. Ich mache mal direkt hier in Malö, weil wir da schon nah an der Fähre sind. Das ist ganz vorteilhaft. Beziehungsweise in Kalkskrone. Könnte man auch, weil da hat man auch dann. Aber ich glaube, die Fähre hier ist schon definitiv besser. Dann nehme ich am besten das Ding. Kaufen. Bam. So. Garagenmanager. Da. Frankfurt, Main. Aufrüsten. Irgendwie das ist eine wunderschöne Ladeanimation. Eine 3 Stunden Ladeanimation für. Nicht mal eine Minute Kamera umgeschwenke. Warum kann man sich einfach abbrechen? Mann, ich drück Escape. Brich doch mal ab, du und so. So, und dann... Wie ist das andere? Wir haben ja gar keine andere mehr. Ach doch, mal die Mühe. Abbrechen. Verdammt! Bra! So. Jetzt müssen wir jetzt gucken, was haben wir für LKWs? Welche LKWs brauchen wir noch? Also Volvo haben wir 7. Was auch immer. Brauchen wir eine ungerade Zahl. So, haben wir 17. Wir haben 17 Volvos? Warum das denn? Nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum haben wir 17 Volvos? Achso, klar, wir haben 15, also 3 Garagen. Plus die beiden, die wir persönlich ja haben in unserer Leitgarage. Da haben wir nur 2 LKWs drin. Okay, doch, dann macht das Sinn. Also abgesehen von unseren, wird es dann also... 15. Wir haben nur 5 Scania? Wow. Wir haben 10 DAFs. Wir haben 15 Mercedes. Aber Scania sieht halt auch schon... Ich meine, wir könnten uns noch ein paar Scania holen. Okay, wir holen uns eine Reihe DAFs und eine Reihe Scania. Ich glaube, mit der... Da kann ich leben. Gut, dann würde ich mal sagen, zuerst holen wir uns mal eine Reihe Scania. So. Was haben wir denn da so? Ja. Ausführung ändern. Genau, hier hatten wir ja die Farbtöne. Wo es hier alle gibt.
So, ich würde mal gucken hier, dass wir mal ein paar leistungsstärkere LKWs uns mal holen. Ich würde schon sagen, zwei Achser geht eigentlich ganz gut. Oder ein also ein Dreiachser mit einer Liftachse, also sowas hier zum Beispiel. Sowas oder sowas hier. Könnte man auch vielleicht drüber reden. Wahrscheinlich aber eher sowas, ne? Ach, wir bleiben einfach bei zwei Achser. Aber vielleicht einen leistungsstärkeren Motor, wobei es sind auch schon 500 PS. Na komm. 730 PS, let's go. Getriebe. Nehmen wir mal mit Klettergängen. Ich glaube, die haben mir was falsch geschrieben. Ich glaube, die meinen mit Übersetzung eigentlich Untersetzung, kann das sein? Weil hier beim normalen Getriebe hast du eine Übersetzung von 11. Das heißt, die Räder würden sich 11-mal so schnell drehen wie der Motor. Macht gar keinen Sinn. Vor allen Dingen wird die hier bei den Klettergängen sogar noch höher. Also ich schätze mal, das ist immer Untersetzung eigentlich. Jetzt die Frage, ist dabei schon die Übersetzung des Differentials mit einberechnet? Ich schätze mal nicht, ne? Ne, weil eben sind die genau gleich, die wir auch hier stehen. 13 bis 08. Ja. Schade. Ich dachte, man könnte irgendwo auch wirklich gucken, was so die Gesamtsache ist. Das heißt, wenn man schon Power haben möchte. Wäre der mit dem größeren Differential auf jeden Fall schon besser. Der geht zum einen weiter runter mit der Untersetzung und hat auch noch eine höhere Untersetzung im Differential. Auch gerade mal für 9000 mehr. Let's go. Jo, also andere kann bleiben. Aber ich glaube, ich mache doch mal zwei Achser. Ich glaube aber, ich kann mich nicht entscheiden. Eigentlich würde ich gerne, dass man die mittlere Achse hochnehmen kann. Aber ich möchte auch nicht, dass die gelenkt ist, weil hat sie nur einen Reifen, kann also weniger Last tragen als das Ding jetzt hier zum Beispiel. Ich glaube, wir nehmen einfach das Ding. Haben da zwei Achsen hinten. Easy, let's go. Aber dafür sind beide angetrieben. Das heißt, er kann auch besser Schwerlasttransporte machen. Ja, so ist eine gute Kombi, denke ich mal. Bestätigen. Kaufen. Du kommst nach da oben. So. Wundert nur, die haben wieder keinen Glanz und die haben aber Glanz. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich wirklich die vordefinierten Dinger genommen habe oder ob ich nicht doch andere genommen habe. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken hier. Ausführung ändern. Was hast du für einen Lack? Doch, du bist der vordefinierte Lack, okay. Bei Gelb ist das auch der vordefinierte Lack.
Und bei Rot und Blau ist mal gespannt. Also doch auch die vordefinierten Lachs. Lol. Wobei glänzend tun die alle halt gleich so. Na, der hat hier so weiße Highlights. Der hat die gleichen weißen Highlights. Also, sehe ich jetzt nicht wirklich Unterschied. Naja. Wie vielleicht hier Unterschied? Ne. Die weiße Reflexion ist bei beiden genau gleich. Da ändert sich gar nichts. Kann man gucken, wenn ich jetzt so mache, dass ich ein bisschen mehr reflektiert. Man nimmt sich ja hier machen. Gucken, ob hier. Ah, ne. Also, die weißen Flächen sehen bei beiden gleich aus. Macht gar keinen Unterschied. Naja. Ach, ich glaube, ich weiß, was sich da ändert. Oh, halt, verdammt. Ah. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, jetzt bin ich komplett raus. Leck noch am Arsch. Scania, Scania, Scania. Ich glaube, was sich ändert, ist dieser Grisel-Effekt. Dass du hier so ein ganz leichtes Grisel mit dabei hast. Was schwer zu sagen. Ja genau, hier hast du wirklich einen sauberen Übergang. Der hat wirklich einen glatten Farbverlauf. Und hier hast du aber diesen Perleneffekt noch mit dabei. Ja, Details. Drauf geschissen. Kaufen. Oh. Paar schnieke LKWs. Und jetzt brauchen wir DAFs. Darf noch ein DAF sein. So, was haben wir hier schon für welche? Hallo? Wollte gerade sagen, alles tot hier. Da haben wir bisher auch nur so schwache Modelle hier. Wow. Aber hier haben wir auch die ganzen vordefinierten Farben. Die haben wir wahrscheinlich auch alle genutzt, ne? Ja. Das heißt, dann nehmen wir hier auch mal soweit die gleichen. Ja, genau, okay. Ja, nur halt in der stärkeren Ausführung. Das heißt, zuallererst Motor. Was ist das? Egal, ich wollte eben beim Motor rein. Dankeschön. Oh, er ist ja schon relativ stark. Ist ja gar nicht mehr so viel stärker. Oh ja, gut. FTS, FTN. Okay. Das ist offensichtlich mit Hebeachse. Goddammit. Und das ist auch mit Hebeachse. Aber. Ja, ist das jetzt 6x4 oder 6x2? Ah, okay, 6x2. Angetriebene Achse ist nur eine. Ah. Das ist ja Bullshit. Kann ich ja gleich das Ding nehmen. Macht dann auch keinen Unterschied. Die Werte unterscheiden sich auch überhaupt nicht. Ach cool, wenn man da drüber hovert, dann sieht man, was dafür verantwortlich ist. Lol. Ja, ja, dann war das hier. Also, das macht ja überhaupt keinen Unterschied. Was sind das hier? Achso, ist einfach nur längeres Fahrwerk. Also muss ich erstmal Warenkorb leeren. Ah ne, da ist gar nichts drin. Cool, okay. Der hat mir alles durcheinander geworfen. Ja, dann nehmen wir das hier mit den Lenkachsen hinten. Let's go. So, Getriebe. 2,6. 6. Wow. Das ist mal eine Untersetzung. Holy shit. Gut, da fährt aber hier auch weniger als 3. Ja, ne? Hier hat er nur noch 14. Okay, also. Das sind alle Getriebe, die es gibt. Wow. Wow. Das ungefähr. Ja, doch, ja, doch hier. Der hat ja schon alleine hier fast das Doppelte beim Differential. Also hat er hier definitiv insgesamt eine höhere Untersetzung. Auch wenn er beim Getriebe selber weniger hat. Aber das ist unmerklich weniger, sind vielleicht 10 bis 20% weniger.
Hat aber dafür beim Differential fast das Doppelte. Also das macht sich auf jeden Fall, macht schon Sinn. So, und der Rest kann eigentlich so bleiben, wie es ist. Genau. Gut. Dann, nö, kann das kleine Ding eigentlich bleiben. Da hat er wenigstens ein Bett drin, ja doch nicht, ne? Ja doch, genau, das ist die Schlafmatratze. Jetzt weiß ich gar nicht, einfach mal so hier. Ja doch, genau, Schlafbett hat er. Von daher ist für alles gesorgt. Bestätigen. Kaufen. Da habe ich jetzt gar nicht beim Scanner drauf geachtet, wenn der auch so ein Mini-Ding war, ob der denn überhaupt schon eine Schlafkabine drauf hatte. Können wir gleich mal gucken. So, dann einmal grün. Dann einmal rot. Dann einmal blau. Dann einmal gelb. So, jetzt würde ich gerne mal nochmal beim LKW-Manager reingucken. Die Scanias. Also dort, die haben auch eine Schlafmatratze drin. Okay. Wer wird denn hier? Na gut, okay, da wird bloß das Ding höher. Das macht ja gar keinen Unterschied. Ich machen, ja. Und bei den DAS, was ändert sich da? Also, da. Na doch, also hier wird es auf jeden Fall geräumiger. Etwas. Hier wird es dann auch bloß höher. Ja, aber ganz ehrlich. Aber ich meine, gut, die haben jetzt nur eine Matratze. Und bei dem hier. Na gut, da haben sie auch bloß eine Matratze. Ich hatte das Kopf, da kommt wenigstens ein Kühlschrank oder sowas mit dazu. Dass sie da auch wirklich ein bisschen mehr Komfort haben. Aber abgesehen davon, dass du halt ein Doppelstockbett hast und hier das Bett ein bisschen breiter ist, ändert sich da gar nichts. Das ist ja nicht ein einfaches Bett, ne? Ohne Doppelstock. Ah, ne, ist auch Doppelstockbett, ja, siehst du. Also, easy. Das kann so ruhig bleiben. Let's go. Okay, da haben wir noch 600.000 übrig. Lul. Da brauchen wir jetzt bloß noch Mitarbeiter. Gott, schon 18 Minuten, holy shit. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er jetzt wirklich echt. Wow. Okay, den kaufen wir nicht, der ist überqualifiziert. Let's go. Hochwertige. Ey, die haben alle keinen Fernfahrer, außer er. Aber jetzt hat er schon zweimal hochwertige Fracht. Was ist ein Brückenverein hier? Gut, er wirkt super sympathisch. Let's go. Was haben wir denn hier noch so für Material? Er hat noch Fernfahrer. Wirkt auch relativ sympathisch. Auch Fernfahrer wirkt sympathisch. Den gleichen Dude habe ich doch heute. Also gestern, heute Morgen um 2 Uhr bei ATS auch gerade erst eingestellt gehabt. Oder was noch gestern Abend? Ja. Hab heute viele Folgen aufgenommen. Hab innerhalb von 24 Stunden, na gut, sagen wir mal, innerhalb von 30 Stunden 24 Folgen aufgenommen. Wow. Ja, aber also machen wir jetzt. Ich würde mal sagen, komm, wir nehmen einfach den hier. Wobei er wirkt halt auch super sympathisch, ne? Nee, komm, dieses Lächeln. Let's go. Du bist mir voll sympathisch. So, jetzt machen wir einfach noch eine Frauencrew.
Hier oben. Da können die Frauen bleiben. Oder Pfeffer wächst. Ah, ich muss schon wieder aufpassen. Sonst gibt's direkt hier. Gott, die sieht ja aus. Nee. Nee, nee. Die sieht aus wie hier aus. Mir fällt gerade nicht ein, worauf ich hinaus möchte. Aber wenn du irgendwelche Commercials hast, wo es um irgendwelche Beauty-Produkte geht, dieses. Naja, nee, keine Ahnung. Ey, wo ist die Frauenpower? Frauenpower? Suchbar, das war's ja schon mit den Frauen. Verfluchter. Okay, da kommst auch du. Let's go. Was war's mit der Frauenquote? Am Arsch. Wow, wieder so noch qualifizierter. Meine Güte. Was geht denn da ab? So, jetzt noch irgendjemand, der mir ins Auge springt. Doink. Ach komm hier, let's go. Dein Bruder, dein Zwillingsbruder aus Amerika wäre auch eingestellt, von daher. Easy. Okay, dann müssten wir jetzt eigentlich, genau, gleich viele LKWs für die Fahreranzahl, plus ein LKW mehr, weil wir ja zwei haben. Easy. Ist ja noch nicht bei 86, wie bei ATS, aber immerhin schon etwas besser. Und wir haben tatsächlich nur 1,3 Millionen alle 7 Tage. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Und wir sind auch immer noch Level 35. Wobei wir bloß noch eine kleine Lücke haben. Aber trotzdem. Das ist ja Bullshit. So, was machen wir jetzt noch die letzten 8 Minuten? Ich kann jetzt nicht einfach die Folge mit drin einfach unterbrechen. Bei der Bank haben wir. Nee, ich wollte Bank. Bank, Alter, weg da. Bei der Bank haben wir nichts mehr, genau. Könnten wir ja echt überlegen, ob wir doch noch ein bisschen Kredit bei der Bank aufnehmen oder einfach noch eine dritte Garage kaufen. So voll lauter Jux an der Laune. Wisst ihr, wie ich meine? Komm, ganz ehrlich, warum nicht? Wenn wir schon mal gerade dabei sind, warum nicht uns in die Schulden stürzen? Die ist 1,1 Millionen. Ach, reicht das? Ich glaub, es reicht gar nicht für noch eine Garage, oder? Ah, wir gucken bei den Gebraucht-LKW. Vielleicht ist da ja was Wunderbärschigeres mit dabei. Wow, 3 Seiten. 9 LKWs. Willst du mich eigentlich komplett ruinieren? Es ist so unendlich langweilig. Dinger hier. Die kannst du komplett in die Tonne kloppen. Was soll denn der Scheiß? Na gut, hier haben wir jetzt auch Volvo sogar. Aber ja, für 333.000 kann man so einen auch fast selber zusammenkloppen. Außerdem hat er nur 600 PS. Mal kurz mal gucken, wenn man den selber zusammen bestellen würde, wie wäre der dann? Fahrer, 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 Bank, 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 deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, LKW-Händler. Volvo. Danke. Online kaufen. Das wäre ja so ziemlich der hier. Mit 600 PS, genau. Und ein I-Shift-Getriebe, genau. Wobei der hat einen 330er. Oder auch nicht, weil gibt es keinen 330er. Lol, hab ich mich verguckt. Da siehst du. Der ist sogar preiswerter. Gut, da weiß ich nicht, was er hier noch so für Extras hat. Kann man hier leider nicht sehen. Die andere noch irgendwelche Extras hatte. Aber ja, es macht halt also auch preislich keinen Sinn, welche gebrauchten LKWs zu holen. Es ist und bleibt einfach traurig. Also, ich nehme jetzt mal hier meine Kredite wieder raus, bevor ich die vergesse. Ne, bei der Bank genauso, ja? Eigentlich, warum ist es immer fest auf eine halbe Mille? Ich meine, wenn ich als Unternehmen, was in 7 Tagen 1,3 Millionen Euro Gewinne hat. Das ist ja Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Digga, die würden mich mit Krediten zuscheißen. Die würden mir all ihr Geld, das sie haben, freiwillig zuwerfen. Die 1,3 Millionen Euro in der Woche. Das sind über 60 Millionen Euro im Jahr. Jahresgewinn. Digga, ich wäre bei den Goldkunde.
Was soll ich jetzt gucken? Achso, genau, gebrauchter LKW. Bin schon wieder raus hier. Hat der irgendwelche jetzt besondere Schnickschnack? Ich meine, eben Ausführung ändern kann man ja hier nicht. Man kann also nicht mal reingucken. Man sieht hier echt nichts. Also dauerhafter Verschleiß 0%, ist also wirklich komplett neuwertig. Ist auch gerade mal 12.000 Kilometer gefahren. Aber wie gesagt, es hat gerade mal 600 PS. Ein normales Getriebe so. Also jetzt nichts Besonderes, kostet aber trotzdem mehr, als wenn ich so einen baugleichen mir selbst neu zusammenstelle. Also das macht halt überhaupt keinen Sinn. Nicht mal preislich macht das Sinn. Geschweige denn von allen anderen. Hä? Vor allen Dingen unten steht dauerhafter Verschleiß 0%. Und dann Teilenverschleiß 4%, 1%, 1%. Was labern die da? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist dieses 17%? Was ist dieses Teilenverschleiß? Was ist das? Weil eigentlich müsste doch jedes Teil für sich einen dauerhaften Verschleiß haben. Bin ich jetzt dumm? Warte mal kurz. Zustand. Genau, du hast hier überall diesen Verschleiß. Und dann hast du halt den Schaden. Kurz, das sind Teilverschleiß. Dann hast du hier. Ach, da gibt es also doch einen totalen Verschleiß. Nee. Dauerhaft. Doch, okay, es gibt also doch Schaden, den du nur dadurch beheben kannst, dass du dir das hier machst. Ah, nur haben wir sowas nicht. 0%, 0%. Und das, obwohl wir schon einige Kilometer gefahren sind. Also, da bist du ja auch mindestens langsam mal so wenigstens so 1% haben. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Eigentlich bei dem LKW-Manager, hier sollte eigentlich auch irgendwann mal rote Symbole auftauchen, dass irgendwelche LKWs repariert werden sollen. Aber irgendwie kommt hier auch nichts. Achso, wollte gerade sagen, gefahrene Strecke mit Ladung, 0 Kilometer. Hä? Aber ist innerhalb der letzten 7 Tage, ja, da macht Sinn. Wo sehe ich denn jetzt? Ja, okay, wow, sieht man sich nur als Sternchen, nicht als Prozentwert. Geil. Habe ich irgendwas mit weniger als 5 Sternchen? Also, hat alle 5 Sterne. Mein LKW ist geht so gut. Also. Wollte gerade fragen, hä, war ich welche mit 0? Aber das sind die 10, die ich gerade neu gekauft habe. Vollständig wiederherstellen. Der Kevin ist im perfekten Zustand, ja, wow. Ich verstehe das Konzept nicht. Ich dachte, die LKW sollten auch über Zeit Schaden bekommen, sodass ich die ab und zu mal reparieren muss. Das ist im perfekten Zustand. Verstehe das Konzept gerade nicht. Ah. Also auf jeden Fall gibt es wohl wahrscheinlich wirklich Schaden, der hierüber nicht behebbar ist. Nur haben wir sowas bisher noch nie bekommen. Weswegen es bei uns auf 0% ist, dieser dauerhafte Verschleiß. Den man bei euch leider nicht sieht, aber hier unten kann man sehen. Da dauerhafter Verschleiß. Ist hier oben auch bei 0%, also bei beiden auch bei 0%. Wisst ihr was? Fahren. Also muss ich mal wieder laden. Ah, nee, was auch nicht. Ah, ich speichere mal kurz. So, hab gespeichert. Habt ihr gesehen? Ich will nach oben. Mamma mia, Mamma mia. Oh, Mamma mia, Mamma mia.
So, jetzt müsste ich aber. Dorf, da verschleißt 0%, liegt mit dem Arsch. Das ist doch alles verrückt. Das hält sich doch alles im Kopf nicht aus. Vor allem hier, der jetzt der Zustand ist, hat nur noch 4 Sterne. Aber der dauerhafte Verschleiß ist ja immer noch bei 0%. Also warum sind jetzt, aber jetzt nur noch 4 Sterne? Und Teilverschleiß sind 11%, ist also auch kein Fünftel. Ach Leute, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin überfragt. Ich möchte zu meiner Mami. Ja, ich glaube, wie gesagt, das neue Schadensmodell. Ich werde es nie verstehen. Von daher. Ja. Gut. Bis dann.